Ja, die Vereinsarbeit ist mir total was Wichtiges, weil bei den Vereinen trifft man sich eigentlich und da wird Gemeinschaft gelebt. Und in einem Verein, der ist total was Wertvolles, weil sich da Jung und Alt trifft, gemeinsam sich für eine Sache einsetzt. Aber was mir viel wichtiger ist, ist eigentlich, dass die Leute sich nachher verstehen, auch menschlich einfach dazulernen. Und weil in so einem Verein Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen sind und da passiert dann ein Dialog, wo man sich dann menschlich auch weiterentwickelt. Weil meine Überzeugung ist, wenn die Jungen mit den Alten zusammenarbeiten, die Jungen haben einfach diese Kraft und diese Energie und wenn man älter ist, hat man mehr Erfahrung. Und auch als älterer Mensch, und das sehe ich immer wieder, ich lerne von der Jugend total viel und wenn man die Jugend liebt, wenn man die Jugend annimmt, dann bleibt man selber auch sehr lange jung und die Welt, sage ich einmal, in der Welt, das muss immer weiter in die Zukunft oder ist immer in die Zukunft gerichtet und wir als Menschen müssen dann ja eigentlich immer die Gegenwart mitgestalten und wenn man in die Zukunft schaut, dann lebt man so viel positiver und das ist eine viel bessere Energie und dann kann man wirklich sehr zufrieden und sehr glücklich sein. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die Gemeinde dann natürlich die Vereine unterstützt, weil da arbeiten alle ehrenamtlich mit und dann glaube ich, muss einfach das Rundherum und unsere Infrastruktur muss einfach von der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und nicht, dass die immer da wegen jedem Tausender da so als Bittsteller da stehen. Und ich würde sagen dann, dass eben diese infrastrukturellen Sachen, da muss es ein ganz ein klares Budget geben und da müssen die Leute auch schon im Voraus wissen, wie dann dieses Budget dann auch eingesetzt wird.